Also wir sind ja recht klein, aber ich finde, das ist was ganz Schönes, denn so kriegt man aus allen Projekten was mit, kann daraus lernen. Und alle haben immer ein offenes Ohr und alle sind immer für einen Schnack zu haben in der Küche. Und das ist echt schön. Also das macht Spaß, mit der Gruppe hier zu arbeiten, denn das sind echt coole Menschen. Also es ist wirklich schön, hier direkt am Wasser zu arbeiten. Man hat den Bezug dazu auf den ganzen Tag und dann eben auch nach oder vor der Arbeit. Und das ist einfach Luxus. Einmal im Monat gehen einmal schön essen im Lüneburghaus, wo man sich auch sowohl über die arbeitstechnischen Dinge als auch über private Dinge austauschen kann. Und ist auch einfach so eine schöne, runde Geschichte, einmal im Monat sich zusammenzusetzen und über alles Mögliche zu reden. Ansprechend hier in der Arbeit ist eben, dass man alle Bereiche einmal miterlebt, sowohl vom Anfang in der Entwicklung, durch den Wettbewerb, bis zur Baurechtsschaffung und dann eben dem Akt, den wirklichen Bau, ist alles dabei. Und man kann alles einmal sehen und alles einmal miterleben und hat dann am Ende ein Haus stehen, wo am Anfang nichts war. Und das ist schon spannend und aufregend sogar. Das Schlossquartier ist das erste große Projekt gewesen. Und bei der NGG machen wir typischerweise Projekte, die irgendwie besonders sind. Wir haben hier 27.000 Quadratmeter mitten in der Kieler Altstadt gebaut. Wir versuchen, die besonderen, die großen Projekte zu machen, die das Stadtbild prägen. Und wir versuchen, das mit guter Architektur zu machen. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist eben das Fünfgiebelhaus hier, wo wir diese lebendige Fassade haben mit den Vor- und Rücksprüngen, wo wir unterschiedlich tiefe Balkone haben. Da haben wir teilweise Glasbrüstung, teilweise haben wir Metallbrüstung. Dazu haben wir noch diese Wellfachfenster, die nach außen aufschlagen. Wenn also nachher hier die Bewohner alle drin wohnen, dann werden die Fenster unterschiedlich offen stehen und das wird ein ganz tolles, lebendiges Bild geben nachher.